funktioniert. Magst du nicht sagen, hallo auf Find the Silence und hallo aus der Oberpfalz. Wir sind im herrlichen Waldnabtal. Wir blicken hier bereits auf das wunderschöne Tal. Es ist noch morgens früh und herrlich still. Wir sind noch ganz allein in diesem beliebten Wandergebiet und wollen heute eine kleine Wanderung, eine Rundwanderung durch vielleicht den schönsten Teil der Waldnab machen. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn du die Bilder aus diesem wunderschönen Naturgebiet genießt, wenn du mit uns ein bisschen auf tollen Wegen entlang des Goldsteigs wanderst. Bleib dabei, komm mit, genieß die Tour. Und wenn es dir Spaß macht, dann drück doch gleich den Abo-Knopf. Dann verpasst du die weiteren Filme hier aus der Oberpfalz nicht. Jetzt aber, Maxi kommt an die Leine. Wir laufen durch das Naturschutzgebiet und du darfst mit. Viel Spaß. Maxi und ich haben den Kammerwagen erreicht, den ersten wichtigen Felsen am Eingang des Waldnabtals. Wir sind übrigens in aller Frühe heute aufgebrochen, aus zwei Gründen. Zum einen soll es heute gewittern und gegen Mittag sollen die ersten schweren Gewitter aufziehen. Da wollen wir, wenn möglich, wieder zurück sein. Und zum zweiten ist heute Feiertag in katholischen Bayern und dem wollen wir entfliehen, denn das Waldnabtal ist nicht unbedingt ein Geheimtipp. Maxi, hier könnten wir allerdings auch ein kleines Gewitter überstehen, oder? Ja, du zumindest. Ich wäre vielleicht nass. So, Maxi, genug gebadet, komm her. Wir sind auf dem Goldsteig und wie ihr seht, ist der hervorragend ausgeschildert. Unser nächstes Ziel steht hier, ist die Blockhütte. Das sind noch gute 2,5 Kilometer, ein kleiner Gasthof in der Mitte des Waldnabtals. Eigentlich wollte ich bis Windischeschenbach, also von Falkenberg bis Windischeschenbach wandern, was ungefähr 14-15 Kilometer gewesen wäre. Eine tolle Idee, nur leider gibt es keinen Bus zurück.
Das liegt daran, dass es hier keine Busstrecke gibt, nur manchmal fährt ein Baxi und es gibt einen Waldnaab-Touristenbus, der allerdings vor allem für Fahrradfahrer ist und ausgerechnet Windisch-Eschenbach auslässt, sodass ich da nicht zurückgebracht werden kann. Das ist ein bisschen schade, weil so entgeht mir das halbe Waldnaabtal und dir leider auch. Jetzt entgeht uns aber nichts mehr, wir laufen weiter. So, meine Damen, der Frühschoppenverein sieht hier ein Gesicht im Fels. Da sage ich Prosit. Lass uns mal gucken. Ja. Hallo Frühschoppen. Maxi und ich haben das wundervolle Waldnaabtal verlassen, das herrliche Augenblicke und völlige Einsamkeit und Ruhe hier am Morgen geboten hat. Wir laufen jetzt zurück entlang des kleinen Bächleins durch ein anderes Tal zu ein paar Seen und dann nach Falkenburg. Tolle. Thank you.
Wir sind schon bald wieder am Parkplatz angekommen. Zeit für ein kleines Päuschen. Bei meiner Wanderung auf dem Vauban-Steig, manche kennen ihn auch unter Vauban-Steig, habe ich ja erzählt, dass ich Jürgen aus dem Saarland so für seinen Grill beneide. Jetzt habe ich bei den Pfalzwölfen was Nettes gesehen und habe mir das zum Geburtstag schenken lassen. Lieben Dank an meine Mutter und meinen Vater, die das ermöglicht haben. Und deswegen habe ich dieses Teil hier mitgeschleppt und bin mal gespannt, ob ich mir heute ein lecker Steak grillen kann. Ha, gar nicht schlecht. Gucken, ob es funktioniert. Maxi und ich haben wieder den Parkplatz erreicht. Der ist dort drüben und gerammelt voll. Seit unserer Mittagspause, wo du auch gemerkt hast, dass unser Film etwas rapide abbrach, denn es kamen gleich zwei Großfamilien und breiteten sich direkt vor meiner Nase aus, war dann Schluss mit Filmen. Die letzten Meter waren geprägt von Schotterweg, der Hammermühle und einigen Wanderern. Wir sind froh, jetzt ins Auto steigen zu dürfen und besuchen uns wieder etwas ruhigere Ecken. Aber das Waldmaabtal und die wunderschöne Wanderung waren ein echtes Erlebnis, ein fantastischer Wanderweg, eine wunderschöne Natur. Und unter der Woche, wenn es nicht gerade an einem Feiertag ist oder morgens früh, herrlich, idyllisch, ruhig. Danke fürs Mitkommen, lass gerne ein Like, einen Kommentar da, wie es dir gefallen hat und drück den Abo-Knopf. Ich danke dir fürs Mitkommen, bis bald, Find the Silence. Von Falkenberg bis Windisch-Eschenbach. Und wenn du mich verstehen solltest, dann erzähle ich die Geschichte, die hier zu war. Mit einem Grill unterwegs ist. Und da ich bei den Pfalzwölfen. Jetzt habe ich viel zu viel geredet und mach's nochmal.